Unser Motto heute, dieser heutigen Montagsdemo, heißt: Ihr macht alles kaputt, uns nicht. Was steht aktuell an? Sie haben es vielleicht gelesen in der Stuttgarter Zeitung letzte Woche. Der große Nahverkehrsvertrag ist gerade das aktuelle politische Thema. Der Nahverkehrsvertrag, den die Bahn geschlossen hat mit dem Land Baden-Württemberg, in dem die Bahn ohne Ausschreibung für die Jahre 2003 bis 2016 den Nahverkehr in Baden-Württemberg betreibt. Das alles, wie gesagt, ohne Ausschreibung an die Bahn direkt vergeben, und inzwischen wissen wir wieso. Mappus erinnert sich übrigens nicht mehr, dass er diesen Vertrag unterschrieben hat. Danke an den SWR. Danke an den SWR, der gezeigt hat, wie Mappus da sitzt und diesen Vertrag unterschreibt. In einem Zusatzvertrag vom Juli 2001 hat das Land mehrere Maßnahmen, und jetzt Zitat, zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Stuttgart 21 zugesagt, etwa den Abschluss eines Verkehrsvertrages ab 2003, von dem ich gerade gesprochen habe. Wörtlich heißt es da in einer amtlichen Notiz an den damaligen Ministerpräsident Oettinger: Die DB AG nahm darauf hin, also auf diesen Zusatzvertrag hin, die Planung für die Projekte, also Stuttgart 21 und der Neubaustrecke, wieder auf. Das heißt, die Bahn hatte beide Projekte abgelegt, in die Schublade gelegt, sogar in der Medon-Ära, und nahm diese beiden Projekte erst wieder auf, als das Land ihr mit diesem Nahverkehrsvertrag tüchtig Geld hinten reingeschoben hat. Und inzwischen... wissen wir auch, wie viel Geld das Land unter CDU und FDP-Regierung der Bahn hinten reingeschoben hat. Verkehrsminister Herrmann spricht von 1 Milliarde Euro, die das Land zu viel gezahlt hat an die Bahn, nur damit die Bahn Stuttgart 21 wieder aufnimmt, zu Lasten von uns Bürgern. Und ich habe den Eindruck, langsam wird klar, welche Rolle Mappus hier gespielt hat und wie gut es ist, dass wir ihn vor gut 3 Jahren abgewählt haben. Vielleicht dient Mappus sogar als Sündenbock, um Stuttgart 21 abzusagen. Vielleicht kann man ihm einfach alles in die Schuhe schieben. Wer weiß, wozu ein abgewählter und ein gestürzter Ministerpräsident gut ist. Schauen wir auf Rheinland-Pfalz. Dort hat man Kurt Beck, den gescheiterten Nürburgring und jetzt auch noch den gescheiterten Regionalflughafen Zweibrücken in die Schuhe geschoben. Machen wir es auch so mit Mappus. Stoppen wir es 21, weil Mappus schuld war. Kommen wir nun nach dem Blick zurück zu dem, was wir als Widerstandsbewegung selbst auf die Beine stellen und gestellt haben. Thema Bürgerbegehren gegen Stuttgart 21. Es ist geschafft, zumindest wenn wir unseren eigenen Zählungen glauben dürfen, haben wir die 20.000 Unterschriften bei beiden Bürgerbegehren zusammen. Unterschriften wurden jetzt nach und nach schon beim Statistischen Amt der Stadt Stuttgart abgegeben und werden im August jede einzelne geprüft. Dazu wurden sogar werden drei Leute extra eingestellt. Da kann ich nur sagen: Widerstandsbewegung, Jobmotor für Stuttgart. Und Sie wissen alle, es war ein harter Weg bis hierher. Der Weg war hart, weil viele Stuttgarter Bürger kretschmannisiert sind, also aufgegeben haben, S21 zwar weiterhin schlecht finden, aber trotzdem den Widerstand gegen dieses Projekt komplett eingestellt haben, ins vollkommene Desinteresse abgedriftet sind.
Aber der Weg war auch schwer, weil einige aus unseren Reihen lieber Zweifel und Missgunst gesät haben, statt beiseite zu stehen und die Aktiven aktiv sein zu lassen. In den letzten Wochen hat sich noch einmal eine große Gruppe von Sammlern gefunden, die nun regelmäßig samstags an den unterschiedlichsten Stellen in Stuttgart Unterschriften sammeln. Denn wir brauchen noch ein paar Unterschriften für den Puffer, falls wir ungültige oder unvollständige übersehen haben, falls bei Ihnen zu Hause noch welche rumliegen und die Sie einfach nicht abgeben wollen. Oder. Wir schätzen, dass wir für diesen Puffer noch 500 Unterschriften brauchen und dann können wir den Sack zumachen. Nur, dass Sie mich nicht falsch verstehen. Nach unserer Zählung abgegeben haben wir schon 20.400. Wir wollen nur sicher sein. An dieser Stelle gebührt im Übrigen den Menschen aus unserer Bewegung ein ganz besonderer Applaus, die diese Idee zu den Bürgerbegehren aufgegriffen haben und in die Realität umgesetzt haben, die monatelang am Ball geblieben sind, die sich mit zweifelnden Menschen auseinandersetzen mussten in der ganzen Stadt, die immer erklären mussten, wieso wir gleich zwei Bürgerbegehren parallel durchführen und darauf achten mussten, dass auch wirklich auf dem grünen und auf dem blauen Zettel unterschrieben wird. Ein herzliches Applaus für diese wenigen Aktiven, die es so weit geschafft haben. Ob diese beiden Bürgerbegehren die nötigen Tropfen sind, die das Fass S21 zum Überlaufen bringt, das wissen wir alle natürlich nicht, aber wir wissen, es sind zwei weitere Tropfen, die das Fass füllen. Wir kennen unseren Weg. Dranbleiben, weitermachen, den Käse namens S21 entschieden zurückweisen. Peter Grohmann, der heute ein großes Jubiläum, einen großen Geburtstag feiert, den 200.